Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video zu Blue Shadow oder Shadow of the Ninja. Ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich glaube, ich zeichne einfach mal ein paar Linien irgendwie auf dem Bildschirm. Es scheint so zu sein, dass man in eine gewisse Ecke muss. Dann, also ich habe ca. 5-mal auf ihn geschlagen, dann ein bisschen zurückweichen, dann kommt er runter oder zumindest nah dran. Dann schlägt man noch so ca. 2-3-mal auf ihn. Springt dann exakt eigentlich dahin, kurz nachdem er abgesprungen ist, wo er war. Duckt sich da, wenn man jetzt gerade das Pech hat, oben zu sein, dann, ja, muss man auf jeden Fall über diesen komischen Schuss rüberspringen, den er abgibt. Aber wenn man nach unten ist, dann hat man Glück, weil kann man geduckt bleiben. Wartet, bis er wieder rüberkommt, schlägt noch ein paar Mal, dann wieder wiederholen, ne? Also 5-mal schlagen, bisschen zurückweichen, so ca. 2 oder 1,5 Spielerlängen. Dann kommt er runter, dann 2-mal schlagen, dann warten, bis er abspringt, dahin rennen, wo er ist, ducken, ja, und wiederholen. Und wenn er dann ausrüstet, naja, es gibt wahrscheinlich auch ein Muster, das habe ich jetzt eben noch nicht so ganz erkennen können, aber es scheint so ein bisschen ähnlich zu sein, nur mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Also da dann einfach nach Gefühl, aber hat er eh nicht mehr so viel Leben. Wenn das gut durchhält, müsste man eigentlich genug Leben haben, um ihn dann zu killen, denke ich mal. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.